Also das, ja, das sind doch jetzt mal wirklich gute Neuigkeiten und daran kann sich doch wirklich mal unsere Regierung ein Beispiel nehmen. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, und bei all den ganzen Negativmitteilungen über Zwangssanierungen, die von unserer Regierung beschlossen werden bezüglich unserer Heizungen und das, was da alles noch von der EU auf uns zukommt. Und irgendwelchen Klüngeleien in den Regierungen bei Robert Habeck und seinen Staatssekretären und so weiter. Es ist doch immer wieder auch cool, zwischendurch mal richtig gute Nachrichten zu lesen. So wie jetzt zum Beispiel aus Slowenien gerade reingetrudelt kommt. Und zwar hat dort jetzt die neue Regierung, es gab ja dort auch Wahlen letztes Jahr, und die alte Regierung wurde abgewählt. Es kam eine neue Regierung auch dort. Und die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben jetzt gesagt, dass sie alle Strafen, die während der Pandemie verhängt wurden, also beispielsweise, weil die Leute rausgegangen sind und demonstriert haben gegen die Maßnahmen oder weil sie zum Beispiel auch sich versammelt haben mit ihren Freunden und so weiter, dass die jetzt alle zurückgezahlt werden, weil das Verfassungsgericht dort tatsächlich einen neuen Beschluss gemacht hat, dass damals eben die Maßnahmen, die getroffen wurden, verfassungswidrig war. Ja, also jetzt sagt hier die Justizministerin mit dem Namen Dominika Pipan, dass halt eben viele der damals getätigten Maßnahmen zwar in einer gewissen Unsicherheit und so weiter getroffen wurden, weil man eben ja mit einer ganz neuen Situation und so weiter ja, konfrontiert war. Das war ja auch in vielen anderen Ländern einfach ein Novum, so eine Art von Pandemie gab es eben in letzter Zeit nicht so häufig. Aber sie sagt hier ganz richtig, das ist eben noch keinerlei Legitimierung oder deswegen noch keine irgendwie Möglichkeit für die Regierung, deswegen die Verfassung zu untergraben. Aber genau das wurde eben damals in Slowenien zwischen 2020 und 2022 getan. Beispielsweise gibt es aktuell immer noch 62.000 Verfahren hier, wo eben Strafen von insgesamt fast 6 Millionen Euro verhängt wurden. Das sind dann zum Beispiel solche Sachen wie, dass du halt eben zu einer gewissen Zeit abends noch unterwegs warst und so. Ich kann mich ja auch noch sehr gut erinnern, dass ich mal von der Guardia Civil einfach richtig ausgebremst wurde. Die haben dann fast noch meinen Hund dabei überfahren, weil ich es gewagt hatte, nach 22 Uhr noch rauszugehen. Dann haben die mich richtig so auf der Straße so ausgebremst und haben mich so richtig ausgenommen, also haben die Personalien aufgenommen und haben mich da so eine halbe Stunde lang durchbefragt und so. Und irgendwann, als sie so festgestellt haben, hey, der ist eigentlich nicht wirklich vorbestraft, hat nichts Schlimmes eigentlich getan, sondern hat sich, oh Gott, einfach mal Viertelstunde nach 22 Uhr noch gewagt rauszubegeben, haben sie mich dann irgendwann gehen lassen, freundlicherweise. Und all diese ganzen Sachen sind halt eben in Slowenien auch passiert. Es gab dann ja auch zum Beispiel in der Hauptstadt hier in Ljubljana zum Beispiel ja, Kundgebungen und Proteste und so weiter gegen die Regierung und gegen die Maßnahmen. Ja, und die ganzen Bußgeldzahlungen, insgesamt 5,7 Millionen Euro, werden jetzt einfach nach und nach zurückgezahlt. Und das Interessante ist, warum das die neue Regierung macht, mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Ziel, finde ich. Und das ist auch eine Sache, an der kann man sich wirklich ein gutes Beispiel nehmen, nämlich weil sie das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherstellen wollen. Also ich finde, das ist doch mal eine positive Nachricht am heutigen Tag, an eine Nachricht, an der sich so die eine oder andere Regierung in Europa auch mal ein Beispiel nehmen könnte. Es geht da auch gar nicht unbedingt um jetzt die Höhe, unbedingt der Zahlung und so, sondern dass man hier sagt, hey, pass mal auf, wir haben einen Fehler gemacht, den wir jetzt aufarbeiten. Und es zeigt ja auch, dass man hier aus diesen Fehlern zum Beispiel fürs nächste Mal lernt. Und deswegen ist das ein symbolischer, extrem wichtiger Akt. Finde ich auf jeden Fall eine Top-Leistung, kann man nur applaudieren. Und es geht auch dabei gar nicht darum,
von welcher Partei jetzt irgendwie die alte Regierung war und die neue Regierung war und wer, also mir wäre es zum Beispiel völlig egal, wer das in Deutschland beschließt und eben anfängt auch mal aufzuarbeiten, sondern es geht einfach nur immer um die Aktion selbst. Und daran kann man dann entsprechend eben auch immer die Politiker und so weiter messen. Weil während es hier natürlich auch zahlreiche Leute gibt, die das gerne so unter den Teppich kehren und sagen, hey, ist doch alles nie passiert und so weiter, oder sogar noch weiter damit machen wollen und irgendwelche neuen Dinge jetzt schon gleich wieder beschließen wollen und das als auch so ein bisschen als eine Art Blaupause für zukünftige Situationen irgendwie nutzen wollen, finde ich, das ist doch wirklich so eine Art Zäsur, kann man sagen, aber eine Zäsur im positiven Sinne. Und da kann man wirklich nur den Hut ziehen und applaudieren.